Oh Mann, was ist denn da draußen so laut? Ich wollte doch ausschlafen. Naja, ich gehe jetzt erstmal nach unten und frag Mama, was das sein könnte. Guten Morgen, Mama. Guten Morgen, Aborg. Was ist denn da draußen los? Warum ist das so laut? Aborg, es tut mir sehr leid. Ich wollte es dir schon eher sagen, aber ich habe es einfach nicht übers Herz gebracht. Wir müssen leider ausziehen. Das da draußen ist ein Umzugsunternehmen. Wir werden heute noch ausziehen. Sie packen alle unsere Sachen ein. Was? Das darf nicht sein, Mama. Das darf nicht sein. Es tut mir sehr leid, Aborg. Es tut mir wirklich richtig leid. Nein, bitte nicht. Dann sehe ich meine Klasse nicht wieder und Lilly sehe ich auch nicht wieder. Das darf nicht sein. Hallo Lilly, ich muss dir was Wichtiges erzählen. Hey, Aborg, alles okay? Nein, gar nichts ist okay. Meine Mama hat mir gerade gesagt, dass wir ausziehen. Ich werde Brookhaven verlassen. Oh nein, das könnt ihr doch nicht machen. Ich will nicht, dass du umziehst. Lilly, was machen wir denn jetzt? Ich habe eine Idee. Wir klauen den LKW, dann können die Möbel nicht weiter eingeräumt werden. Gute Idee, Lilly, aber wir dürfen uns nicht erwischen lassen. Aber auch, wir müssen einfach nur schnell sein. Komm, steig ein. Okay, ich fahre, let's go. Und los. Aber Ock, wir sind jetzt schon den ganzen Tag unterwegs. Ich habe keine Ahnung, wo wir hinfahren sollen. Lass uns da vorne an der Eisdiele halten, dann können wir das weitere Vorgehen besprechen. Das ist eine sehr gute Idee, Lilly. Wir sind da. Das Eis ist so lecker. Ich werde es vermissen, wenn ich umziehe. Ich will nicht umziehen. Keine Angst, Aber Ock. Du bleibst hier. Ich verspreche es dir. Lilly, ich wünschte, du hättest recht. Ich habe eine Idee. Ich habe letztens eine geheime Höhle gefunden. Dort können wir den LKW verstecken. Dann hat das Umzugsunternehmen kein LKW mehr, um die Möbel bei euch aus dem Haus rauszuräumen. Und dann könnt ihr auch nicht umziehen. Wow, Lilly, das ist eine richtig gute Idee. Lass uns direkt loslegen, lass uns direkt losfahren und den LKW verstecken. Okay, aber Ock. Wir sind sofort da. Du musst nur noch hier hinten einmal zum Berg fahren und dann sind wir da. Oh ja, du hast recht. Es sieht so aus, als wäre das hier die Höhle. Hier können wir den LKW verstecken. Ich verstecke ihn mal hier untere Ecke. Hier sollte niemand den Umzugs-LKW finden. Ja, genau. Komm, lass uns aussteigen. Wir müssen jetzt ja nach Hause laufen, weil wir haben ja keinen LKW mehr, mit dem wir fahren können. Ich laufe dann jetzt los. Tschüss. Warte, Lilly, warte, 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 Lilly. Warte, 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 warte. Was gibt's denn aber, Ock? Ich war hier noch nie. Ich würde mir das gerne einmal angucken. Jetzt, wo wir schon hier sind und wer weiß, ob unser Plan aufgeht. Wenn ich Brookhaven verlasse, will ich mir wenigstens den Ort hier noch einmal genauer angeguckt haben, weil der sieht hier echt mysteriös aus. Ich gehe mal eben hier ein bisschen rumlaufen. Ach, Aborok, das ist nur der Stress, weil du Angst hast. Deswegen denkst du, dass hier irgendwas komisch ist. Nein, ich meine es ernst. Ich will mir das eben einmal angucken. So, das hier sieht alles normal aus. Der LKW, den haben wir jetzt ja hier gerade versteckt. Aber das ist echt eine coole Höhle hier. Was ist das denn? Hier ist ein Riss. Hier ist ein Riss. Okay. Sollte ich da reingehen? Lilly, kannst du bitte kurz herkommen? Okay, ich glaube, Lilly kommt schon wieder her. Da ist Lilly. Lilly, ich glaube, hier können wir durch den Riss durchgehen. Aber Ork, lass das lieber. Das ist viel zu gefährlich. Ach, Lilly, ich habe sowieso nichts mehr zu verlieren, wenn ich umziehen soll. Ich gehe jetzt rein. Du kannst mir gern folgen. Okay. Und let's go. Boah. Okay, was ist das hier für ein Riss? Das ist eine andere Höhle. Oh nein, da steht jemand, da steht jemand, da steht jemand, da steht jemand. Wir müssen eben kurz auf Lilly warten. Lilly, Lilly, komm her, Lilly. Ich komme aber auch, ich bin da. Lilly, pass auf, da hinten steht jemand. Er sieht echt komisch aus. Ich glaube, wir sollten trotzdem zu ihm hingehen und mit ihm reden. Aber auch, sei vorsichtig. Okay, lass uns losgehen. Oh, wer ist das wohl? Wer könnte das wohl sein? Wer wagt es, meine Ruhe zu stören? Oh, ihr braucht nichts sagen. Ihr seid Aborok und Lilly. Woher wussten Sie das? Ich bin ein großer Magier. Ich weiß alles. Ich glaube, Sie wollen uns veräppeln. Kann das sein? Nein, Aborok, ich mache keine Witze.
Ich bin der mächtige Magier Max. Okay, Max der Mächtige. Dann zeig mal, was du kannst. So funktioniert das nicht. Ich erfülle Wünsche. Der erste Wunsch ist kostenlos. Seid jedoch gewarnt. Überlegt euch gut, was ihr euch wünscht. Ja, wir brauchen nicht lange überlegen, was wir uns wünschen. Oder, Lilly? Genau, Aberog. Wir wünschen uns, dass Aberog nicht mehr umzieht. Oh, das ist ein Wunsch nach meinem Geschmack. Da Aberog bereits auszieht, werde ich die Zeit zurückdrehen müssen. Ihr werdet in der Zeit reisen und den Anfang des heutigen Tages noch einmal erleben. Seid ihr sicher, dass ich diesen Wunsch erfüllen soll? Ja! Ja! So sei es. Oh nein, was ist da so laut? Ich wollte doch ausschlafen. Hä? In was für ein Zimmer bin ich denn? Was ist das hier für ein Zimmer? Oh mein Gott, ich bin im Körper von Aborg. Ich muss schnell nach draußen. Nein. Oh mein Gott. Nein. Was ist passiert? Ich bin im Körper von Aborg. Nein, das darf nicht passieren. Nein. Ach, ich habe richtig gut geschlafen. Als hätte ich ein neues Bett. Und laut ist es auch nicht. Das bedeutet, der Umzugswagen ist nicht da. Das heißt, der Wunsch wurde wirklich erfüllt. Aber irgendwas stimmt hier nicht. Ich stehe mal eben auf. Oh mein Gott, ich bin im Körper von Lilly. Was ist passiert? Nein, ich bin jetzt Lilly. Ich muss sofort nach draußen. Ich muss in mein richtiges Zuhause. Schnell nach draußen. Aberog, Lilly, Aberog. Ja, Aberog, was ist passiert? Lilly, wir beiden haben Körper getauscht. Das bedeutet, ich bin im Körper von Lilly und du bist im Körper von Aberog. Oh nein, und jetzt ziehe ich um. Jetzt zieht Lilly um. Lilly, ich glaube, du hast recht. Der mächtige Magier Max hat dafür gesorgt, dass ich nicht umziehe. Dafür musst du umziehen. Oh Mann, was machen wir jetzt? Wir fahren zu ihm. Ja, das ist eine sehr gute Idee, Aborg. Schnell einsteigen. Aborg, wir sind da. Lass uns schnell aussteigen. Genau, und jetzt schnell zum magischen Leon. Hallo, magischer Leon. Mein Name ist Aborg. Lilly. Genau, und ich bin Lilly. Aborg. Hallo, ihr beiden. Seid ihr mit eurem Wunsch zufrieden? Nein, bin ich überhaupt nicht. Ich auch nicht. Warum denn nicht? Sie haben unsere Körper getauscht. Ihr habt euch gewünscht, dass Aborg nicht umziehen muss. Dieser Wunsch wurde erfüllt. Ihr habt euch nicht gewünscht, wie ich den Wunsch umsetzen soll. Wir wollen, dass sie den Wunsch rückgängig machen. Oh, das funktioniert leider nicht so einfach. Ich habe gesagt, dass der erste Wunsch kostenlos ist. Der nächste Wunsch wird leider sehr, sehr teuer. Bitte, wir bezahlen alles. Ja, genau, wir bezahlen alles. Nun denn, jeder, der das Video guckt, muss den Kanal abonnieren. Ansonsten kann ich euren Wunsch nicht erfüllen. Ich gebe jedem Zuschauer nun 5 Sekunden Zeit, den Kanal zu abonnieren. Möchtet ihr noch etwas sagen? Ja, bitte abonniert jetzt den Kanal. Du würdest uns helfen. Ja, bitte. Ich will wieder Aborg sein und hier wohnen bleiben. Bitte hilf uns. Aborg und Lilly, ihr habt großes Glück. Wie es scheint, hat der Zuschauer gerade den Kanal abonniert. Gebt euch in Acht, nun werde ich einen sehr mächtigen Zauberspruch aufsagen. Danach werdet ihr in eure Betten aufwachen und wieder in euren richtigen Körpern sein. Außerdem wird keiner von euch beiden umziehen müssen. Seid ihr bereit? Bereit. Ich bin auch bereit. Okay. Hokus Pokus, Philibus, dreimal schwarzer Kater. Hex, Hex. Oh mein Gott, ja, ich bin wieder ich. Juhu. Ich muss direkt nach draußen und mit Lilly sprechen. Los geht's. Hallo Mama, ich hab dich so lieb. Ich bin wieder ich. Let's go. Auf zu Lilly. Schnell. Hallo Lilly. Alles okay bei dir? Hallo Aborg. Ja, es ist alles okay. Aber der LKW steht wieder vor der Tür. Ich glaube, du musst immer noch umziehen. Oh nein, es hat nichts geholfen. Nein, Aborg, ich glaube, es hat nichts geholfen.
Das darf doch nicht sein. Was sollen wir jetzt machen? Aber Ogni, ich vermisse dich jetzt schon. Hallo, ihr beiden. Entschuldigung, dass ich euch störe. Sie sind der Böse. Sie wollen, dass Aberorg umzieht. Entschuldigung, ich habe gar nichts Böses vor. Ich habe mich verfahren und möchte eigentlich nach Bloxburg. Wisst ihr, wie ich dorthin komme? Ich bin schon spät dran. Heißt das, Sie sind nicht hier, um mein Haus auszuräumen? Ich räume dein Haus nicht leer. Ich muss nach Bloxburg. Ah, vielen Dank. Dafür müssen Sie einfach die Straße geradeaus fahren. Okay, danke. Tschüss. Lilly? Ich glaube, der Zauber hat diesmal funktioniert. Ja, das glaube ich auch. So Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.